Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Jeden Monat trudeln einige Beautyboxen bei mir ein und dann setze ich mich zum Ende des Monats hin und schminke ein Fullface mit den ganzen dekorativen Kosmetikprodukten, die in der Box-Geschichte drin waren. Und dann schauen wir mal, wie gut die Produkte wirklich so sind. Ergänzen wir das Ganze durch irgendwelche Produkte, die in meiner Probier-mich-unbedingt-aus-Kiste noch drin sind. Und wenn du Bock drauf hast, zu sehen, was das Ganze mit meinem Gesicht anstellen wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst starte ich mit so einem Maskenvieh. Das hatten wir im Glossybox Osterei drin. Und das ist von Coco Star Plum Lip Capsule Mask. Also das sind einfach solche Lippenkapseln. Und da werde ich jetzt einfach mal eine von verwenden und jetzt im Vorfeld schon als Lippenpflege auftragen. Normalerweise kennt man doch diese Kapseln und die reichen fürs ganze Gesicht. Weil eigentlich brauchst du ja nur so ein Tröpfchen davon, ne? Das gebe ich mir auf die Lippen. Und da brauche ich echt nicht viel von, ne? Also den Rest vom Schützenfest, das ist ja fast noch voll, lasse ich hier stehen. Tja, ich weiß nicht, wie lange sich sowas halten wird, wenn das so offen ist. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, ne? Aber das stelle ich mir mal hier an die Seite, dass ich das dann in den nächsten Tagen einfach weiter benutzen kann. Aber meine Lippen sind jetzt auf jeden Fall schön gepflegt. Das ist halt wie Öl. Als hätte ich mir jetzt gerade pur Sonnenblumenöl oder so drüber gegeben. Dufttechnisch hat es nicht wirklich einen Duft. Also das riecht nach nichts, finde ich aber eigentlich ganz gut. So, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar zum Primer. Auch Look Fantastic hat ein Ei herausgebracht und da war von Vodile dieser krasse Primer drin. Soft Focus Glow Drops, also ganz schön teuer. Oh, ich merke so langsam, das blitzelt auf meinen Lippen. Ich glaube, da ist Chili oder sowas drin. Oh, oh. Das ist so gar nicht meine Welt, ne? Huh, mal gucken. Illuminating Ultimate Glow Primer haben wir hier, wie gesagt, drin. 31 ml sind in dieser Pipettenflasche enthalten. Ich schüttel das erstmal. Okay, ich habe gerade beschlossen, dass ich dieses nicht weiterverwenden werde, weil es sich nicht geil auf den Lippen anfühlt und die restlichen Masken werden auch aussortiert werden. Wow. Okay, jetzt versuche ich mal, was hier in die Pipette reinzukriegen. Das sieht total schön aus. Oh, sowas mag ich ja, ne? Schöner rosa Ton. Und den gebe ich mir auf meine Finger und dann auf mein Gesicht. Okay, ich habe eben auf der Couch geschlafen, deswegen habe ich das ein oder andere Krümelchen im Gesicht. Wahrscheinlich so ein Chipskrümel oder so. Ja, mag ich leiden. Schon. Also ich würde es jetzt nicht als alleinigen Primer eigentlich verwenden. Ne? Das heißt, ich würde schon empfehlen, dass man gerade ich, trockene Haut und so, ne, sich darunter irgendwie eine feuchtigkeitsspendende Creme aufgibt. Habe ich heute Morgen auch gemacht. Deswegen geht das vollkommen klar. Aber ansonsten wäre mir das zu wenig. Aber schöner Glow. Das ist jetzt nicht irgendwie glitzernd oder so, ne? Das ist einfach Glow. Gesund. Die französische Blessing-Box bietet uns manchmal an, dass wir dekorative Kosmetikprodukte dort auswählen können. Sprich, welche Farbe wir haben möchten. Und da war tatsächlich im März eine Fenty Beauty Foundation drin. Voll krass. Fenty Beauty by Rihanna, die Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, 32 ml in der Farbe 120. Und da hatte auch die liebe Unbox Butterfly Nicole auch schon die in einem Schminkvideo verwendet und gesagt, Mensch, wenn ihr mal wissen wollt, wie die Farbe 120 aussieht, dann schaut mal auf jeden Fall bei der lieben Claudi vorbei. Sie hat nämlich, glaube ich, die Farbe 150 ausprobiert und das könnte auf jeden Fall sehr gut passen. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einen kleinen Gelbstich drin haben könnte. Das kommt in der Tube, aber mit einem Pumper. Das finde ich immer sehr interessant, sowas, ne? Ja, ist flüssig, sieht aber sehr gut aus. Also ich glaube, die könnte wirklich was für mich sein, weil die auch so einen leichten Peach-Unterton hat. Also könnte was werden. Oder Aprikot. Ich nehme jetzt hier so einen Buffer-Foundation-Pinsel. Ja, farbtechnisch kann ich mich null beschweren. Das sieht 1A passend aus. Also alleine mit dem Pinsel aufgetragen, ist es sehr streifig. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein Schwämmchen, um das Ganze nochmal einzuarbeiten. Also jetzt beim ersten Auftrag bin ich nicht ganz so begeistert von der Foundation. Da mag ich lieber diese Serum-Geschichte, ne, die ich von Fenty Beauty habe. Weil diese hier setzt sich doch schon ziemlich in meine Poren rein. Die betont die Poren auch ziemlich und lässt sich auch schwer... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, schwer verteilen. Auch jetzt hier an der Nase sammelt die sich so ein bisschen an und das sieht irgendwie merkwürdig aus, ist nicht so ganz so geil. Und also finde ich jetzt nicht so umwerfend tatsächlich, wie ich erwartet hätte. Also
Dafür, dass es eine Pro-Filter-Foundation sein soll. Ja, vielleicht hat die auch einfach mit dem Primer nicht zusammen harmonisiert. Ich werde mir die auf jeden Fall auf meinen Schminktisch stellen und jetzt mit anderen Primern verwenden und einfach auf andere Arten verwenden und ausprobieren, ne? Und dann einfach mal gucken, ob das was für mich ist oder eher nicht. Das hier war jetzt nicht in der Beautybox oder so mit drin, den habe ich jetzt in meiner Ausprobierkiste drin gehabt. Super gehypter Concealer, NYX Bare With Me Serum Concealer oder Concealer Serum, 9,6 ml. In welcher Farbe habe ich den denn? Light, genau, das ist meine Farbe. Und den müsste ich, glaube ich, bei Beauty Bay oder so bestellt haben. Jo. Finde ich in der Applikation ebenfalls schwierig, gebe ich mir dann einfach auf den Handrücken drauf. Weil wir haben hier halt so ein Airless Hochpumpvieh. Das kannst du dir ja nicht direkt unter Augen geben. Und dann nehme ich mir einen Pinsel und trage mir den Concealer unter meinen Augen auf. Also Concealer und Foundation sind nicht die allerbesten Freunde. Das krümelt hier an der Seite, sobald die sich verbinden. Ne? Dann gehe ich mit dem Finger drüber, damit es mit der Wärme sich ein bisschen verbindet. Wie gesagt, ich muss die Foundation noch ein bisschen ausprobieren. Ich habe mir den jetzt vorsichtig aufgetragen. Ich habe eine leichte Deckkraft damit bekommen. Ja, ne? Es ist ein solider Concealer. Da kannst du jetzt so nichts Verkehrtes zu sagen, finde ich. Gefällt mir erstmal ganz gut. Ich muss gleich nur gucken, wie er sich im Creasing verhält oder so. Aber das ist eigentlich ein Ergebnis, was ich schön finde. Jetzt habe ich ein Puder, was ich auch schon vor einer Zeit mal gekauft habe oder in einem Adventskalender drin hatte von Make-up Forever, habe ich das Ultra HD Micro Finishing Loose Powder. Das ist dieses hier und das habe ich schon mal verwendet, möchte ich jetzt aber nochmal einfach so vor der Kamera zeigen. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen, glaube ich. Das hat nämlich so ein schönes Netz hier drin, sowas feiere ich ja immer, ne? Und dann nehme ich mir einen Puderpinsel und bekomme sehr viel Produkt hier raus, da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen und sette jetzt einfach mal meine Foundation, meinen Concealer, meine Base damit. Das Puder ist wirklich schön. Es hat jetzt sehr abmattiert, muss ich sagen, und das mit sehr wenig Produkt tatsächlich. Es hat aber auch so ein bisschen diese Unebenheiten von der Foundation weggenommen und das finde ich gerade sehr, sehr gut, weil ich wollte tatsächlich mit diesem Look auch heute Abend zu einem Mädelsabend gehen. Und da wäre es ganz schön tragisch, wenn das Ganze gleich erstmal wieder runtergenommen werden müsste, ne? Nö. Also es hat auch einen leichten Weißschleier hinterlassen, das darf man auch nicht vergessen, wobei der manchmal auch verschwindet, ne? Also mit der Zeit, dass es halt beim ersten Abpudern dann da ist, aber mit der Zeit wird es wahrscheinlich verblassen. Auf jeden Fall ein schönes Puder und ja, dann gehen wir mal weiter zu den wir bringen wieder Leben ins Gesicht Produkten. Da bin ich zuallererst hier bei einer Palette, die habe ich mal der lieben Lea abgekauft, glaube ich. Von Hourglass, die Ambient Lighting Added Universe Palette. Das ist diese hier. Da habe ich halt verschiedene Produkte drin. Ein Finishing Powder, Blush, Bronzer, Highlighter. Und ich werde jetzt das Finishing Powder und den Blush und den Bronzer hier raus verwenden, weil Highlighter habe ich schon woanders drin gehabt in der Box, ne? Finishing Powder verwende ich ganz gerne komplett übers Gesicht. Also das, ja... Da bin ich sehr, tatsächlich nachdem ich abgepudert habe, dass ich mir das direkt drüber gebe. Manche geben sich das ja nachdem sie Blush, Bronzer und Highlighter gegebenenfalls aufgetragen haben drüber. Ich mache das tatsächlich so und mag das sehr, sehr gerne. Da muss man immer nur aufpassen, dass es nicht zu glitzerig oder so dann wird. Ne? Das ist je nach Finishing Powder unterschiedlich zu dosieren. Ja, dann nehme ich hier oben in der Ecke den Bronzer. Klopfe ein bisschen ab und stempel mir den hier so hin. So sehe ich jetzt schon mal etwas gebräunter aus, etwas wärmer im Gesicht und nicht wie eine Leiche. Und jetzt verwende ich hier diesen sehr schönen frischen Blushton und den trage ich mir einfach auf. Hat auch so einen Schimmer hier mit dabei, sodass man hier auch einen leichten Glow sieht. Ne? Es ist aber tatsächlich, wie gesagt, eine recht leichte Geschichte. Kann man jetzt natürlich auch ein bisschen aufbauen, damit ihr auch ein bisschen mehr in der Kamera seht. Ist aber eine schöne Geschichte wirklich für den Alltag. Man muss bei sowas immer aufpassen, wenn Blushes und so natürlich Glow mit drin haben, dann betonen die auch die Hauttextur. Das heißt, sie heben die Poren hervor, sie heben Falten hervor, sie heben Unreinheiten hervor. Ne? Das muss man halt einfach wissen, wenn man sowas verwendet, dass man das dann an den Stellen, wo man vielleicht eine kleine Problemzone im Gesicht hätte, etwas dezenter dosiert. Ja, die mag ich auf jeden Fall. Den Highlighter verwende ich jetzt wie gesagt nicht daraus, weil ich habe hier von Sessi Beauty die Pure Glow Palette.
Und die war in der Insta-Box mit drin. Da sind 4 verschiedene Töne drin. Ich werde jetzt einen davon mal verwenden, würde ich mal so sagen. Ne? So schaut sie aus. Und ja, da haben wir, wie gesagt, die 4 Töne drin. Und ich möchte gerne den Snap verwenden hier oben, um einfach einen kleinen Glow in mein Gesicht zu bringen. Also das ist keine dezente Palette, die hat halt wirklich Kabam. Ne? Das sieht man richtig, wenn ich den jetzt auftrage. direkt, ne? Ist das Highlight bis zum Mond und wieder zurück am Beamen. Finde ich eigentlich schön, wenn ich jetzt Mädelsabend unterwegs bin oder wenn ich mich jetzt auch für die Kamera schminke und so. Ne? Ist jetzt für ein easy peasy Alltagsgedöns ein bisschen viel, aber für das, was ich jetzt hier heute Abend vorhabe, ist es vollkommen in Ordnung. Ja, eine schöne Palette. Ich persönlich kann halt hauptsächlich einen Ton daraus verwenden, glaube ich. Ne? Wobei ich hatte beim Swatchen auch gesehen, dass die Töne gar nicht so dunkel sind, wie sie hier drin erscheinen. Dann kann man, upsala, je nach Look dann wahrscheinlich auch ein bisschen variieren, dass man da dann auch einfach ein paar andere Farben mal mit reinbringt oder so. Muss ich mal schauen, noch ein bisschen mit spielen, dann schaue ich einfach mal. Genau. Oh je, hier habe ich Angst vor. In der Glossybox hatten wir nämlich von Lottie London Arch Rival Retractable Eyebrow Pencil, aber es ist halt in der Farbe Brown, ne? Da muss ich halt echt mal gucken, wie jetzt meine Augenbrauen damit werden. Hoffentlich nicht zu dunkel, aber ich mache es dezent und dann kriegen wir das schon irgendwie voneinander, hoffe ich. Ja, genau. Es ist noch vollkommen eingepackt, den muss ich erstmal auspacken. Wir haben hier eine, ja, herausdrehbare Mine drin und wir haben einen Spoolie. Und wir schauen mal, wie das Ganze so auf meinen Augenbrauen wirkt. Denn ich bin nicht brünett, ich bin blond. Ja, es ist warm. Es ist warm. Aber ich mache halt extra jetzt ein bisschen dezenter, ne? Dann sehen die Augenbrauen zwar etwas schmaler aus, aber ist egal, ne? Hauptsache, ja, so ist, glaube ich, besser, als wenn ich die jetzt ein bisschen derber malen würde. Besser, ja. Aber ist nicht ganz so meine Farbe. Leider nein. Ich finde es jetzt nicht furchtbar, aber es ist definitiv nicht meine Augenbrauenfarbe. Ne? Deswegen glaube ich nicht, dass der Augenbrauenstift bei mir bleiben wird. Von Mina hatte ich in irgendeinem Adventskalender oder so mal in der Farbe 100, also quasi transparent, die Eyebrow Mascara. Das ist dieses Produkt und das möchte ich jetzt einfach mal zur Fixierung über meine Augenbrauen drüber geben, um da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Volumen reinzugeben, ein bisschen mehr Form. Lässt sich auf jeden Fall schön auftragen, jetzt nicht irgendwie klumpig oder weiß ich nicht, dass zu viel Produkt abgegeben wird, ne? Ist recht flüssig, aber nicht so, dass jetzt auf einmal super viel in meinen Augenbrauen drin wäre. Das finde ich ganz positiv. Gut, man muss natürlich aufpassen, dadurch, dass es sehr flüssig ist, dass man sich die Base hier oben nicht versaut. Aber da gehe ich dann jetzt einfach mal mit dem Pinselchen drüber, womit ich eben auch den Concealer aufgetragen habe. Und dann sieht das Ganze auch schon ordentlich aus, ne? Mag ich. Eine Zuschauerin hatte mich angeschrieben und darum gebeten, dass ich doch mal diese Palette verwenden sollte, weil die war ja 2020 oder 2021 in dem Glossybox Adventskalender drin. Und das ist von Kia T oder Kia T London, I'm a Woman, What is Your Superpower? Diese Lidschattenpalette. Die ist relativ neutral, finde ich. Also in der Theorie ist es eine Palette, die kannst du sehr universell einsetzen. Ich habe sie noch gar nicht verwendet und das ist jetzt halt auch meine Premiere. Ich würde sagen, damit schminken wir jetzt einfach mal einen schönen neutralen Look. Und die ganzen Ladies, die hier aufgeführt sind, sind im Prinzip so bekannte, krasse Frauen, die halt was bewegt haben. Ich starte mit Frida Kahlo. Das ist dieser knochenfarbene Ton, einfach um mein Lid ein wenig zu setten. Auch wenn ich natürlich ein bisschen loses Puder schon draufgegeben habe. Aber so kann ich es nochmal ein bisschen besser vorbereiten. Als nächstes verwende ich den Ton Eleanor Roosevelt. Das ist ein ganz blasses Altrosa. Der gibt aber ordentlich Farbe auf den Pinsel und den setze ich mir hier außen an und ziehe mir den auch etwas höher als meine reguläre Lidfalte, weil ich ja ein Schlupflid habe. Aber guck mal, das gibt schon Pigment ab, ne? Mit dem Ton Marie Curie bringe ich ein bisschen Tiefe in den Look rein. Das ist ein schöner, bäriger Ton, der jetzt auch sehr schön zu diesem hellen Altrosa passen wird. Und den setze ich mir wirklich nur hier außen an. Zieh den leicht hier so ungefähr bis zur Pupille nur, ne? Aber dass ich hier eine leichte Tiefe rein kreiere. Ihr seht ja schon die ganze Zeit, dass ich mit diesem Lovia Candy Pinsel Set schminke. Und das hat den Grund, dass in der Look Fantastic Box dieser Pinsel aus dem Set mit drin war, wobei der gar nicht in dem Set enthalten war. Die 308 Detail Shader, also das gehört quasi
als Add-on zum Set dazu und ich fand das total klasse. Und damit kann ich jetzt hoffentlich gut Schimmertöne auftragen. Da werde ich jetzt zuallererst einen etwas dunkleren Schimmerton nach außen hin auftragen. Und da habe ich gerade Bock auf diesen Amelia Robinson Ton. Das ist halt so ein violetter Schimmerton, aber den gebe ich mir auch wirklich nur dezent auf. Da übertreibe ich jetzt mal nicht mein Leben. Ja, auch hier, der Pinsel greift es echt schön und den gebe ich ganz bisschen hier nur, ne, daneben. Den Pinsel ein bisschen am Handtuch sauber machen und ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Oh, der ist aber schön, guck mal. Das ist Junko Tabai, so heißt der Ton. Der ist schön, den möchte ich auf meinem kompletten beweglichen Lid haben. Ja, da müssen wir etwas gröber arbeiten. Ja, der Ton funkelt sich da jetzt natürlich ein zurecht und da muss man aufpassen, dass es kein V-Laut gibt, aber der ist extrem schön. Mag ich gerne leiden. Ja, und in den Innenwinkel gebe ich mir ja gerne was Helles, dann nehme ich Ella Fitzgerald. Das ist dieser Ton hier und der sieht doch sehr schön dafür aus. Dann nehme ich jetzt auch wieder meinen flachen Smudger und den setze ich mir hier in mein inneres Drittel, um das Auge einfach optisch ein bisschen zu öffnen und auch in mein Inner Corner. Und unter meine Augenbraue. Da hätte ich doch fast meinen unteren Wimpernkranz vergessen. Ich verwende dafür Boudica. Das ist so ein, ja, kühler Move-Ton. Und setze mir den einfach komplett an den unteren Wimpernkranz. Und habe dann einen Look. Ich muss sagen, ja, die Töne sehen tatsächlich sehr, sehr ähnlich teilweise in der Palette aus. Man kann halt entweder so einen etwas bärigen Ton-Look schminken, so wie ich den habe, oder halt mit diesen ja, bräunlichen Tönen, die auch in der Palette drin enthalten sind. Das Thema ist halt wirklich, dass die Töne sich teilweise wirklich super ähnlich sehen. Und nicht nur im Fännchen, sondern halt auch, wenn sie dann aufs Auge kommen. Das Isana Wasserspray habe ich, glaube ich, aus dem Trashosaurus. Und damit werde ich jetzt einfach mein Gesicht setten. Zack, das ist ein derber Sprühnebel. Jedenfalls sieht das so aus, ne? Da kommt gut was raus. Aber es ist doch relativ fein, wenn es da rauskommt, halt wie so ein Deo. Dann nehme ich jetzt einen Eyeliner. Das ist jetzt BTY by Naked Liquid Eyeliner. Den hatte ich in einem Adventskalender drin. Ich glaube, in irgendeinem Schmuck Paul Valentine war das, glaube ich, ne? Und das ist ein schwarzer Filz-Eyeliner. Und den möchte ich jetzt einfach verwenden, um mir so einen kleinen Wing zu ziehen, ein bisschen meinen Wimpernkranz zu verdichten und ja, etwas mehr Schwungkraft da oben in die Gucklöcher reinzubringen. Okay. Wie so oft bei diesen Filz-Eyelinern ist das Problem, dass der halt bei dem ersten Auge recht gut malt, ne? Also es sieht auch nice schwarz aus und dann nimmt man sich das zweite Auge vor und dann verließen sie einen. Also trocknet einfach super schnell aus. Das finde ich ärgerlich, das finde ich nicht in Ordnung. Deswegen mag ich persönlich eigentlich auch nicht mehr so gerne Filz-Eyeliner, sondern halt diese, die vorne so eine Pinselspitze dran haben. Die finde ich geil, aber ich habe zwei Augen und vier Mascaren, die ich verwenden könnte und deswegen müssen wir quasi auslosen. In der deutschen Blissim-Box, das ist ja die erste Ausgabe, die es überhaupt gab, hatten wir die Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Fossil False Lash Effect Mascara von, ja, Yves Saint Laurent drin. Die Art Deco Mascara Twist for Volume hatten wir im Glossy Eye. In der Beauty.at Box hatte ich die Physical Nation The Mascara drin. Und in der InStyle-Box war die Deep Matter Mascara von Madara Bold Volume drin enthalten. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 2. Alles klar, die Art Deco Mascara werden wir auf jeden Fall verwenden. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 4. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 4. Es ist 3. Und die Physical Nation Mascara. Diese beiden Schätzeleins werden auf meinen Wimpern landen. Die Art Deco Mascara hat halt wirklich so ein total witziges Bürstchen, wie wir das ja auch zum Beispiel von By Terry Mascaras oder von Kiko gibt es auch so eine Mascara kennen. Das ist ein Gummibürstchen, was jetzt so erstmal recht gerade aussieht und damit kann man so die erste Schicht zum Beispiel machen. Und dann dreht man an der Kappe, sodass hier oben sich dann auch die Bürste verdreht und eine Volumenbürste wird. Und das ist dann super für die zweite, dritte Schicht, ne? Und genauso werde ich die auch gleich anwenden. Also krasses Vieh. Und auf der anderen Seite halt die Physical Nation Mascara. Und da haben wir ein tannenbaumförmiges
Faserbürstchen. Das schaut so aus und ist halt wirklich, ja, dann auch dafür geeignet, sehr nah in den Innenwinkel reinzukommen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, die Art Deco Mascara hat ein bisschen abgelost, ne? Aber die Physical Nation Mascara, die mag ich gerne leiden. Also die hat die Wimpern tatsächlich auch schön voluminisiert und getrennt. Also die hat nicht verklumpt, aber die Art Deco Mascara, die hat so ein bisschen nicht so gut abgeschnitten, muss ich gestehen. Auch wenn das Ergebnis von beiden Mascaren eigentlich ganz gut aussieht und das Ganze halt auch wirklich tragbar ist, ne? Also da kann ich mich nicht beschweren, aber so im direkten Vergleich, ne? Ja, also ich finde jetzt auch so von Weitem, ne, der Look sieht solide aus, es ist ein tragbarer Look, aber es ist jetzt kein Kabam-Look, wo ich sagen würde, Mensch, da hat sie aber gerade richtig Zeit investiert, um so auszusehen, ne. Ich mache jetzt weiter mit zwei Liplinern, das könnte unterschiedlicher nicht sein. Einmal habe ich hier von Lavera den Soft Lipliner in der Farbe Plum 04. Den hatten wir in der Pinkbox dabei und der ist halt wirklich in so einem Pflaumeton. Ne? Also der ist richtig, richtig dunkel und dann wird es halt sehr spektakulär, welcher Lippi dann dazu ausgelost wird. Ist auch krass. Und von Banana Beauty in der Farbe Rosé O'Clock habe ich hier auch noch einen. Der war im Glossy Box Osterei drin enthalten und das ist halt wirklich so ein Allerweltston. Den kannst du eigentlich zu allem tragen. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 2. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 2. Es ist 1. Okay, okay. Krass. Es wird Lavera Plum 04. Ich habe den jetzt auch so ein bisschen nach innen verblendet, dass egal was jetzt gleich kommt, das Ganze nicht allzu wild aussieht. Denn ich habe 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene andere Lippenprodukte. Einmal aus der Beauty.at Box Lip Power von Giorgio Armani in der Farbe 104. Das ist eigentlich eher so ein Newton, ne? Ja. Dann aus der Pink Panda Mystery Box Pink Panda Loves You. Die werde ich aber nicht mit reinnehmen, die werde ich auch nicht verwenden. Glaube ich nicht, weil die sind auch noch original verpackt. Die werde ich mal in der Verlosung geben. Genau, einmal halt so ein Lipgloss und dann noch so ein Lipgloss. Ne, die kommen jetzt nicht in die Auslosung mit rein. Dann von Wet n Wild in der Farbe, Sandstorm. Habe ich hier auch so einen Nude-Ton. Den lasse ich jetzt erstmal zu, je nachdem, ob er jetzt ausgelost wird oder nicht. Und der einzige, der dazu passen könnte, wäre jetzt von Kiach. Achso, woher habe ich denn überhaupt den Wet n Wild? In der Look Fantastic Box war der drin, genau. Und in der Fairy Box hatte ich von Kia Charlotta. Genau. Den Vegan Lipstick in der Farbe Embracing Faily Brown Pink. Ich glaube, den verwende ich jetzt einfach, Leute. Ja, was ist das jetzt für ein Farbverlauf, Claudinchen? Braun und nach außen hin wird das irgendwie so lila-rot. Komisch. Also das sieht aus wie wunde Lippen. Das sieht nicht gut aus, ne? Sollte man nicht machen. Ja gut, da hätte ich vielleicht doch eher das Los entscheiden lassen sollen. Egal. Trotzdem mag ich diesen Lippenstift. Also an und für sich von der Farbe her, von der Tragbarkeit her. Ich hatte den auch, glaube ich, beim Unboxing aufgetragen. Der fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Es ist jetzt eine dunkle Lippe. Ja, mag nicht jeder. Ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Finde es auch einfach mal was anderes tatsächlich. Und jetzt fehlt aber noch der Duft. Denn in der InStyle-Box hatten wir eine Parfümprobe Perfect Marc Jacobs drin enthalten mit 1,2 Millilitern, den ich richtig gut finde. Also ein ganz, ganz schöner, blumiger Frühlingsduft tatsächlich. Und der rundet den Look jetzt tatsächlich ab und ich finde, ja, ich sehe schon so aus, als könnte ich auf einen Mädelsabend gehen. Das ist safe, ne? Ich sehe ein bisschen blass um die Nase aus, aber das machen jetzt die Lichter. Also im Real Life wirkt das Ganze nicht ganz so blass, muss ich sagen. Ich sehe mich ja hier vorne auch im Spiegel, ne? Das war's jetzt hier mit meinem Fullface Beauty Boxen aus dem Monat März. Ich bin gespannt, was es im April geben wird. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und meinem Fullface Beauty Boxen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Schminki-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!